Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es nach Spanien. Wir sind 3 Tage in Bilbao, das ist im Baskenland. Dort werden wir einmal die Firma Bimantec besuchen. Die geben eine Hausmesse. Wird sehr informativ werden. Morgen werden wir ebenfalls die Firma MTE besuchen, wo die ersten 2 Fräsmaschinen fertig sind zur Abnahme. Es sind 2 Brüder, die Gebrüder Bourbonos. Das wird witzig. Wir gehen abends bestimmt noch einen trinken und essen. Gleich fliegen wir erstmal. Ja, wir sind jetzt hier im Berg angekommen von der Firma Soraluz und der Tito Bourbonos, der sich heute auch noch mal vorstellen wird irgendwann, aber er hat gesagt, er muss erstmal was trinken. Der führt uns auf jeden Fall jetzt einmal rum und zeigt uns ein bisschen was. Wir stehen jetzt hier in ein neues Werk. Insgesamt gibt es mehrere Werke, ich glaube irgendwie 4 verschiedene Werke in Spanien. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall im neuesten Werk und Tito wird uns gleich mal ein bisschen was zeigen. Das ist auch geil, Jochen. Das sind Magnete, das hält man an dem Bauteil und das misst die Frequenz von den Trillungen. Und dann steuert das dagegen, damit die Trillungen aus dem Bauteil rausgehen und die Wendeplatten älter werden. Also durch den Prozess fängt ja das Werkstück an zu schwingen. Das Werkstück. Und dann erzeugen wir damit, also du hast die Sinusschwingung, ja. Dann erzeugen wir das Negativ dazu. Ja. Und in dem Moment ist wieder Null. Noise Cancelling für Fresh. Ja, genau. Das funktioniert super. Ganz genauso, wie die Noise Cancelling ganz genauso funktioniert. Ja. Also in der Theorie, praktisch ist es ja so, du müsstest ja wenigstens dieselbe Masse zum Schwingen bringen. Offiziell ja. Genau. Ja. Und deswegen offiziell. Aber wir machen das ein wenig anders. Man kann aber über einen Phasenanschnitt. Ja. Und das ist dynamisch. Das heißt, verändert sich die Frequenz, verändert sich dieses Tempo. Also alles, was du jetzt erklärst, das ist, was ich gelernt habe auf die Schule. Also, ja. Hast du aber noch nicht gebaut, ne? Haben wir schon viele Sachen zu bauen. Schade eigentlich. Möchte ich aber dran arbeiten. Hat aber keiner hingekriegt bis jetzt. Ja. Nee, da haben wir ein Patent drauf. Das gleiche haben die aber auch im Frischkopf noch. Das gibt es für den Schieber auch noch. Das ist das DRS, ja. Genau. Sucht ihr noch Leute oder nicht? Ja. Bei Ideco. Er versucht sich immer wegzubewerben. Aber wir stellen keine Holländer ein. Ja. Ja, halbe Deutsche dann. Ach so, und Puffi kriegst du später. Genau. Jetzt fräsen wir einmal ohne das besondere DWS-System. Dann hört man einmal den Unterschied. Und? Jetzt ist an. Jetzt hört man den Unterschied. Gerade war so ein Rappeln. Und jetzt, jetzt ist wieder aus. Jetzt ist die voll am Vibrieren. Jetzt macht das wieder an und wieder ist es aus. Dadurch gehen die Schneidwerkzeuge halten viel länger und die Oberfläche wird auch viel, viel, viel besser. Ja, warte eben, du musst noch kratzen. Du brauchst ja eigentlich sagen. So, also wir haben, der Tito hat uns gerade sehr schön das Werk hier gezeigt. Ich habe vorhin gesagt, die haben 4 Werke, aber das stimmt gar nicht. Also ich sehe da auf der anderen Seite schon ein Schaubild. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal 7 Werke. Und jetzt haben wir das eine schon mal gesehen. Gleich gucken wir uns noch ein zweites an, aber das reicht dann auch für heute. Wie ihr seht, haben wir schon Rotwein hier stehen, also wahrscheinlich wird es heute Abend flüssig werden. Test. Test. Ist jetzt Test da? Ja, Test ist da.
Ich bin mal gespannt, wie wir morgen alle beim Frühstück sitzen. Jochen spuckt ja bekanntlich auch nicht ins Glas. Wird lustig, wir gucken mal. Tito bringt uns gleich noch, also der darf noch nicht trinken. Und ja, wir lassen uns mal überraschen, wie der Abend noch endet. Ansonsten haben wir ja gerade ziemlich viel gesehen. Wir haben eine Kopfwerkstatt, also eine Reparaturkopfwerkstatt gesehen. Da werden die Fräsköpfe repariert. Wir haben gesehen, wie die ganzen Fräsmaschinen montiert werden. Die einzelnen Aufbaustation als solches. Wir müssen natürlich mal gucken, was wir alles zeigen in dem Video, weil manches wird auch nicht so öffentlich gezeigt werden dürfen. Alles klar, bis später. Ja, also wir sind jetzt hier im Hotel und haben gerade eingecheckt, kurz frisch gemacht. Und jetzt gehen wir ein bisschen Bilbao unsicher machen. Die sollen eine ganz gute Altstadt haben mit die Tapas, auch wenn man die hier, glaube ich, nicht so nennt. Aber ich nenne sie einfach mal Tapas. War früher schon mal hier, ist echt geil. Also lass uns auch da mal wieder überraschen. Der bisherige Tag war imposant. Also es ist schon schön, was die Firma Bühnenadeck für Maschinen baut und die bauen vor allen Dingen auch Maschinen, wo man nicht so direkt dran denkt. Also es geht viel weiter als das, als einfach nur eine Fräsmaschine, sondern teilweise werden Fräsmaschinen in Reihe gestellt und quasi automatisiert, sodass ein Mitarbeiter nur noch drei Maschinen zeitgleich bedient. Und das ist schon sehr imposant zu sehen. Jochen wird schon ganz wild und sieht schon wieder ganz neue Projekte auf sich zukommen. Wir wollen mal gucken, wo es endet. Aber das wissen wir heute auf jeden Fall nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass der heutige Abend enden wird in ein ziemlich ausgiebender Alkoholkonsum. Der Rotwein soll ja auch hier sehr gut sein. Und das werden wir heute also auf jeden Fall verkostigen. Ja, und wir lassen uns die Tapas schmecken und alles weiter dann vielleicht zwischendurch nochmal. Ja, wir gucken. Ich habe ja gesagt, Jochen spuckt auch nicht ins Glas. Ich habe auch gesagt, dass wir heute Abend wahrscheinlich ein bisschen mehr Alkohol trinken. Das gehört auch dazu, wenn man mal unterwegs ist und ein bisschen Spaß hat. Also Wasser wäre jetzt heute Abend noch langweilig. So, wir wollten nur ein kurzes Update geben. Es geht aber noch weiter. Test? Ist jetzt Test da? Ja, Test ist da. So, also wir haben jetzt den Abend überstanden. Mein Kameramann ist ziemlich müde, sein Assistent auch. Wir noch nicht, wir machen weiter. Aber wir beenden heute das Video. Ich bin ziemlich angetrunken, aber es macht auch nichts. Wir machen noch weiter und wir sehen uns morgen früh in aller Frische wieder. Ciao.